Die vielen Wiederholungen von Ereignissen durch Figurenhandlungen und in Metadiagesen innerhalb der drei Romanteile von Ulrichs von dem Thylen Arabel und diese übergreifend kann man, wie Werner Schröder das getan hat, nun insgesamt als ungeschickt bezeichnen und als mangelndes Erzähltalent des Autors verbuchen. Schröder rechnet etwa die viermalige Erzählung von Wilhelms Gefangennahme außerdem einer gewissen Selbstverliebtheit Ulrichs zu, da es sich dabei um von ihm erfundene Szenen handelt, ohne dabei aber auf die signifikanten Unterschiede in den Details zu achten, die Peter Strohschneider als Methoden gezielter Selektion, Variation und Extension analysiert. Ulrich hätte aus Selbstverliebtheit viel öfter Grund gehabt, Szenen zu wiederholen, da schließlich die Erfindung des Gros des Erzählten auf sein Konto geht. Man kann sie aber auch, wie man das für weniger stiefmütterlich behandelte mittelalterliche Texte tut, in ihrem wesentlichen struktur- und sinngebenden Eigensinn und als wesentliche Möglichkeiten intratextueller Kontrastierung zwischen wiederholten Handlungsteilen einerseits und der Figuren- und auktorialer Erzählrede andererseits wahrnehmen. Man sollte schon deshalb dazu angehalten sein, weil die eigentlichen Adressaten von Figurenrede und Handeln in jedem Fall zwar die Rezipientinnen der Arabe sind, sich das intratextuelle Publikum zwischen dem Ort des Exile und des Return aber vollkommen ändert. Die Ereignisse des sukzessiven Güburg-Werdens und von aus tiefstem Fall heraus restituierten Helden Wilhelm spielen sich schließlich deshalb fast ausschließlich im Rahmen einer Spielwelt ab, damit sie von niemandem nicht marcht werden können. Außer von den Protagonistinnen selbst und den RezipientInnen des Romans. Nur so ist es möglich, dass Arabel für den Oranger Hof scheinbar völlig problemlos und restlos zu Güburgs Seite umspringen und der Makel des Ehebruchs gänzlich inexistent sein kann, während auf Seiten der RezipientInnen Wilhelm nicht nur als Lügner auftritt, sondern Güburg eben auch Arabel bleibt, was die Bedingung dafür ist, was Wolfram ebenso Verheerendes für die epische Welt wie Verstörendes für die RezipientInnen zu erzählen haben wird. So zeigt sich an der Arabel einmal mehr, dass wenn eine Fortsetzung in eine schon vorstrukturierte epische Welt eintritt, ihre Möglichkeiten nicht in dem Maße begrenzt sind, wie man sich etwa unter den Kriterien trivialer handlungstechnischer Kohärenz zu denken hätte. Intertextuelle Verhältnisse sind gerade keine solchen des monologischen Diktats, etwa des Klassikers gegenüber dem fortsetzenden Epigonen, sondern solche diskursiver Vielstimmigkeit. Die in diesem spezifischen Wechselspiel von narrativer Sukzession und diskursiver Simultaneität sinngebenden Wiederholungen begegnen aber nicht nur in den Berichten der Figuren von vergangenen bereits erzählten Ereignissen in Tortiane und Orange, sondern, so wurde in der Analyse des mittleren Handlungsteils herausgearbeitet, im Wesentlichen auch zwischen metaphorischen, allegorischen, zeichenhaften Handlungsentwürfen in den Schachpartien in Tortiane und ihrer handlungslogischen Konkretisierung in Orange und Avignon. Erstens, Schachspielen im Abendland ist Vollzugsform der Minne in der Zeit zwischen dem Abschied von Tybald und in der ersten Liebensnacht mit Wilhelm. Die Eroberung von Arabels Roch präfiguriert Wilhelms Einzug in ihre Kammer. Die sexuelle Ermächtigung über die Heidenherrscherin und den Lohn für die erlittenen Gefangenen und Minnequalen. Die metaphorische Überblendung von Spiel und Minne in den Gesprächen zeigt nicht einfach einen Diskurswechsel an, also dass es eigentlich um etwas anderes geht als um Schachspielen, sondern das gleichzeitige Spielen und Reden in Metaphern des Spiels ist Sprechen über die Minne und ihr gleichzeitiger Vollzug. Indem es aber die Minne selbst ist, die als personifizierter Pfander das Spiel steuert und kontrolliert, bleiben die Regeln dieses Minnespiels den Liebenden selbst unverfügbar. Zweitens. Die Ausdeutung zentraler christlicher Glaubensaspekte und die Schachallegorese antizipieren die wesentliche Doppelung der Heilslogik. Als Modell des christlichen Staates bedeutet sie die Einheit der Religionsgemeinschaft und die Allmacht Gottes als ihr unübertreffbarer Garant. In ihm wird der Sieg der Christen über die Heiden in der Schlacht vor Montana, die Arabel als bestandene Wirkprobe werten wird, vorweggenommen. Als Heilsgeschichte verspricht sie Reinheit und Sündenlösung für die einzelne Seele, was sich später in der Restitution der mariengleichen religiösen und ethischen Makellosigkeit der Königin durch Zucht, Virginität und Taufe konkretisiert. Mittels paradoxer Typologien wird Arabel der Weg zur Erlösung vorgespielt, das und wie sie in jenen mariologischen Zustand
versetzt werden kann, der sie nicht nur vom Heidentum freimacht, sondern in vollkommenem Sinne heiratsfähig für den Besseren der Männer und gesellschaftsfähig für die Bessere der Sippen machen wird. Drittens. Willeheims Schachallegorese dient außerdem als Anschauungsmodell eines christlichen Feudalstaates, dem prospektiven Nachweis der wiederhergestellten Einheit von Sippe und Fränkischem Kaiserreich nach Willeheims und Güburgs Reintegration. Die Spielzüge führen die Spielstrategie der Christen vor, welche sie zur überlegenen Gemeinschaft und der überragenden Werdekate der Heidenherrscherin gerade angemessen macht. Die Exemplifizierung des grundsätzlich für den christlichen Personenverbandstaates geltenden an Wilhelms eigener Sippe als Beweis für die außerordentliche Würde, die Arabel bei Über- und Eintritt in die christliche Gemeinschaft trotz Standesminderung zuwachsen wird, verwirklicht sich mit dem ersten öffentlichen Auftritt der beiden vor dem Oranger Hof und hat seine fast wörtliche Entsprechung in Wilhelms Bericht. So sollen die Erben sich nicht schammen, tragend sie als er nur Fürstennamen. Trotzdem ist all das im Spiel Ausgehandelte zunächst nur symbolisches Probehandeln dessen, was im dritten Romanteil den ersten und zweiten korrigierend erst noch konkret werden muss. Das vielschichtige allegorische Potenzial des Schachspiels ermöglicht die diskursive Überblendung von Vollzugsformen der Aristie Willeheims und Güburgs im geschützten Spielraum des als Obhandelns. Das Vernarben von Willeheims Schandmal, der Gewinn Arabels, die Bekämpfung der Sarazenen, Gottesdienst und Frauendienst des Helden also sind funktional unauflöslich verflochten und eben diese Vernetzung lässt sich an der thematischen Gesprächsführung in der zweiten Schachepisode beobachten. Ohne eine solche Perspektive auf die Ereignisse während der Schachpartien als Maison Abume des dritten Romanteils ist weder erzählt noch handlungslogisch plausibel, dass Arabel und Firvesin die Nacht miteinander verbringen, in der Firvesin der Markgräfin auf Probe zeigt, wie sie Willeheim in der entscheidenden Nacht in Minne beiliegen soll. So, als wäre Arabel plötzlich lesbisch geworden, ist nicht recht einzusehen, warum man die Minne-Devotionalien Tybalts nicht geschmacklos finden soll und kaum verständlich, wie Willeheim die Liebesnacht in Tortiane wohl hatte entfallen können, muss der ganze dritte Romanteil bloß als eine von der Handlung weitestgehend isolierte Festschilderung, als Ausstellung unbeschwerter Daseinsfreude und eines säkularisierten Gesellschaftsbildes erscheinen. Die Liebesnacht auf Probe erfüllt damit die gleiche Funktion wie Arabels wiederholtes Schaulaufen und Vorführen des Gelernten am Hof, um Arabel in Sanctitas ähnlicher Reinheit zu inszenieren, bevor sie diesen Status mit dem Akt der Taufe schlussendlich vollkommen erreichen wird. Probehandeln wird in der Arabel also nicht nur im Modus des Schachspielens vollzogen, sondern hat vielfältige Ausdrucksformen und scheint daher ein grundsätzliches Erzählprinzip Ulrichs zu sein. Versteht man das Schachspiel in Tordiane nun im Sinne eines solchen Probehandelns, würde dies zunächst bedeuten, dass ihm als einem Handeln an Zeichen keine irreversiblen und materiellen Konsequenzen nachfolgen. Das gilt jedenfalls für den von der Spielsphäre getrennten Tordianer wie für den vollkommen abwesenden fränkischen Hof, nicht aber für die RezipientInnen des Romans. Das Spiel ist zwar ein Sekundärprozess, der auf einen Primärprozess der Handlung verweist, ist als symbolischer Prozess, aber an das Tatsächliche nicht gebunden, konstituieren Zeichen eine Sphäre der Möglichkeit, die dem Tatsächlichen gegenübertritt. Beim Schachspielen scheint ja nicht nur bereits die später öffentlich sichtbare und konkret wirksame Wirklichkeit auf, sondern gleichzeitig werden die Probleme, welche diese Wirklichkeit unsichtbar machen soll, von den ProtagonistInnen für den RezipientInnen, nicht aber für die späteren ReferentInnen des öffentlichen Vollzugs des vorläufig schon Erprobten mitreflektiert und mitverhandelt. Auf diese Weise wird im zeichenhaften, metaphorischen, allegorischen Probehandeln im Medium des Spiels an sich Unverfügbares, Minne und Religion, verfügbar. Unsagbarkeitsdiskurse werden als sprachliches und haptisches Experiment auf dem Spielbrett ausagiert und ausprobiert, ethisch wie sozial normative und religiöse Inhalte werden, etwa auch im Grunde ganz widersprüchliche typologische Bezüge, instrumentalisierbar für die Güburg-Werdung und Arabel und Willeheims Aristie. Ganz konsequenzenlos für die Handlung ist das freilich nicht. Die Schachallegorese gilt Arabel als Urkunde, dass die vorgespielte Wirklichkeit genau so eintreten wird, woraus die vier Fürstinnen ihren Ratschlag ableiten. Trotzdem ist Arabel nach dem Spiel noch keine Jungfrau, noch keine Christin, noch kein Mitglied der fränkischen Sippe und hat noch keinen Minnelohn erhalten.
Erst später wird das Spiel konkreter ernst. Um diese Funktion des Spiels für die Verfügbarmachung und Unverfügbarmachung und die Rolle der mittleren Episodenreihe der Schachpartien für die Arabel noch deutlicher zu konturieren und terminologisch zu fassen, lohnt sich der Blick auf ein Schema, das Giorgio Agamben als Profanierung beschrieben hat. Charakteristisch für das Unverfügbare, das Heilige, sei die Absonderung, die Desintegration und Isolation, während demgegenüber das Profane der Allgemeinheit zum Gebrauch zur Verfügung stehe. Die Übergängigkeit zwischen beiden Sphären werde von der Seite des Profanen durch Profanierung, von der Seite des Heiligen durch Weihe hergestellt. Der Aneignung des einen durch das andere bedarf einer Zäsur, einer Schwelle, die in einem Ritus als Medium überschritten werden kann. Diese Zäsur hat für den generischen Zusammenhang von religiösem Kult und Spiel auch eine distinkte historische Dimension, die den Übergang von einem zum anderen markiert. Im Spiel kann dem Handeln zwar eine neue, quasi rituelle Unverfügbarkeit zuwachsen, worin sich der spielerische Ernst begründet, aber nicht in den alten Kult zurückkehren. Religiöser Kult und Spiel sind, das hat auch Agamben implizit gegen Johann Heusinger vorgebracht, für immer getrennt. Während nämlich im religiös-heiligen Mythos, Geschichte und Ritus, kommemorative Aufführung, gemeinsam prozessiert werden, werde im Spiel immer nur eines bewahrt. Als Ludus oder als handelndes Spiel lässt es den Mythos fallen und bewahrt den Ritus. Als Jokus oder Wortspiel löscht es den Ritus aus und lässt den Mythos überleben. In der Praxis allerdings sieht Agamben einen Verfall dieser Gegensätzlichkeit von Religion und Spiel im verzweifelten Versuch des modernen Menschen, nach der Möglichkeit, wieder zu dem verlorenen Fest Zugang zu bekommen, nach der Rückkehr zum Heiligen und zu dessen Riten. In diesem Sinne gehören die Fernsehspiele für die Massen zu einer neuen Liturgie und säkularisieren eine unbewusst religiöse Absicht. Was durch einen Ritus abgesondert wurde, kann durch einen Ritus wieder der profanen Sphäre zurückgegeben werden. Weihen und Profanieren als mediale Prozesse sind demnach keine Gegensätze, sondern bedingen einander und unterscheiden sich nur aufgrund der Richtung des Übergangs. Agamben leitet diese Struktur zwar etymologisch zunächst vom religiösen Kult ab, was sie ihm dann auch im Spiel und medialen Prozessen wie dem Massenspektakel wiedererkennen lässt, sie ist aber auch formal denkbar, sodass sie auf unterschiedliche nicht-religiöse Symbolhandlungen und Prozesse des Aneignens und Verfügens angewendet werden kann. Ich bediene mich dieser strukturellen Verdoppelung von Heiligem, Profanem und Spiel als rein formale Über- und Ersetzungsprozesse zwischen Unverfügbarem und Verfügbarem im vollen Bewusstsein von Agambens ideologischer Stoßrichtung, die sich unter neomarxistischer Prämisse gegen den Kapitalismus wendet. Auf die Spitze getrieben erscheine nämlich die formale Logik des Profanierens als eine absolute und restlose Profanierung, die mit einer ebenso leeren und vollständigen Weihung zusammenfällt. Und dadurch ein absolut unprofanierbares schaffe. In der Praxis erweise sich dies in Vorrichtungen der Macht, als wie der kapitalistischen Verabsolutierung der Ware und des Tauschwerts, der Sprache, des Medienspektakels, des Massentourismus oder der Pornografie. Zunächst von der antiken Religio abgeleitet sei Profanierung eine politische Aufgabe zur Überwindung des Kapitalismus durch eine erneute Profanierung des Nichtprofanierbaren. Profanierung funktioniert demnach als allgemein kulturelles Instrument der Ermöglichung des Zugriffs auf Unverfügbares, eine Form des Access bzw. des Re-Access durch Wiederaneignung von Unverfügbarem. Ist das Heilige erst einmal profaniert und dem Handeln freigegeben, kann der Mensch nicht nur über die Dinge verfügen, sondern auch über ihre Verfügbarkeit und Unverfügbarkeit selbst bestimmen. Das heißt, Unverfügbarkeit kann auch gespielt werden. Deshalb ist das wesentliche Performativ der Profanierung, wie Agamben sie denkt, das Spiel. Spiel macht das Heilige verfügbar, ohne es aber abzuschaffen. An der ontologischen Ambivalenz des Spiels, gleichzeitig in der Welt und von ihr abgesondert zu sein, erweist sich die Profanierung als eine Kippfigur, die das Heilige, sobald sie es quasi entzaubert hat, neu entstehen lässt, beziehungsweise das Unverfügbare verfügbar macht, um ihm eine neue Sphäre des Unverfügbaren zuzuweisen und auf seiner Grundlage Kult neu, aber anders zu reproduzieren. Indem es den Bereich des schlechthin ungesicherten Profanen in die Richtung einer selbst erschaffenen Sicherheit transzendiert.
Das Spiel immanentisiert daher nicht nur das religiöse Heilige, wenn etwa das Kind mit alten religiösen Symbolen spielt, sondern entschärft das Normative überhaupt. Wirtschaft, Recht, Politik, Sozialhierarchie und in literaturtheoretischer Konsequenz die Ästhetik auf dem Weg von der Ontologie zur Autonomie. Das ästhetische Spiel der Kunst könne ins Extreme gesteigert die Profanierung in eine Ökonomie treiben, welche die Virtuosität in die absolute Herrschaft als Spiel münden ließe, was schließlich die Kritiker der postmodernen Ästhetik konstatiert haben. Übertragen auf die Schachepisoden in der Arabel könnte man es also so verstehen. Das allegorisch ausgedeutete Schachspiel macht für die Heidenkönigin Heilsgeschichte und christliche Glaubenslehre sowie die Normen des Gottes und christlich geprägten Feudalstaates anschaulich und verfügbar, indem es die Verbindlichkeit seiner eigenen Regeln dem Spiel symbolisch assimiliert. Die Koordinaten des Heiligen werden sozusagen auf dem profanen Spielbrett aufgespannt. Die zunächst für Arabel ganz unmögliche, unglaubliche, gar wie ein Spotten erschienene Jungfrauengeburt wird dann zum greifbaren Bezugshorizont der eigenen Statusänderung und zum konkreten Heilsversprechen trotz entgegengesetzter Disposition. Gleichzeitig wird im metaphorischen Diskurs des Spiels die Minne für die Spielenden unverfügbar, geheiligt und schließlich bis ins Wortspiel hinein transzendiert. Die Analogie von immanenter Sippenlogik und Standeshierarchie in ein Modell von jeder Würde-Evaluation entrückten Gottesstaates macht die Verbindung mit dem christlichen Mann dann auch für das Problem der Standesminderung gänzlich unerreichbar. Eine partielle Assimilation findet also nicht nur zwischen heidnischer und christlicher Welt, sondern schon zwischen profaner und heiliger Sphäre statt, denn in dem Maße, wie die differenzlose Heilswelt symbolisch im wahrsten Sinne spielbar wird, wenn Willeheim die Figuren auf dem Brett postiert und in unterschiedlichen Konstellationen hin und her zieht, ist die christlich geprägte Sippenlogik und die wilde Minne für die höfisch-ethisch und religiös-normativen Regulative, welche die Beziehung zwischen Arabel und Willeheim eigentlich hätten stören und verhindern müssen, wie für die überminneten Liebenden selbst unverfügbar. Wagt man eine letzte Abstraktion, könnte man sich die Übergängigkeit zwischen Verfügbarem und Unverfügbarem bzw. zwischen Vergemeinschaftung und Absonderung als eine umkehrbare Exile-and-Return-Struktur denken und das Schema schließlich auf die literarische Identitätskonstruktion der adligen Protagonisten anwenden. Ein Fehltritt wie im Willeheim oder im Parsival, ein krisenhafter Vorfall wie im Erec oder Iwein, eine absonderliche Gewalttat wie in den Chansons de Geste, eine Schmähung wie etwa im mittellateinischen Ruhrtleb, aber auch die isolierte Minnezweisamkeit wie im Tristan und Ehebruch wie in der Arabel sondert sie ab, amputiert sie aus der Gemeinschaft und macht sie für den eigenen Personalverband unverfügbar. Sie werden dadurch nicht gleich heilig, aber die Verfügbarkeit für normatives Handeln und einem öffentlichen Urteil entrückt. Die heroische Tat, die Aventüre oder die gefährliche Brautwerbung sind Medien, sozusagen erzählte Riten, durch welche der Held der Gemeinschaft zurückgegeben und gegebenenfalls schließlich als tatsächlich Heiliger, wie im Falle Willeheims und Güburgs, aber auch anderer Figuren, erneut partiell und unverfügbar gemacht werden kann. An Willeheim und Güburg wird so kenntlich, dass sowohl der Makel, der an den Fehltritt erinnert, als auch ihre Heiligkeit, welche die Überwindung des Makels unendlich überbietet, als Zeichen dauerhafter Desintegration bewahrt werden. Die Güburg-Seite der Figurenidentität, um die der Erzähler über den ganzen dritten Werkteil hinweg ringt, wird im rituellen Handeln von Zucht, Minne und Taufe schließlich regelrecht transzendiert. Güburg geht nicht, sie schwebt. Ihr Glanz erstrahlt königlich, mariengleich, engelhaft, heilig und blendet den Hof über die verlorene Virginität, Heidentum und Standesminderung hinweg. In der unendlichen Überbietung derjenigen Normative, die sich die Heiden zu eigen machen muss, um ihre Arabelseite zu löschen und als Güburg in die Christenwelt eingepasst zu werden, ist sie denselben Normativen schon wieder unverfügbar geworden. Weil ein auf diese Weise fluktuierender, signifikant von einem Bereich in den anderen übertritt und sich dabei doch immer auf denselben Gegenstand bezieht. Im Grunde hätten die Protagonistinnen also alles richtig gemacht. Im Orient probehalber alles schon einmal durchgespielt und im Okzident konkret verwirklicht. Wenn sich die beiden nicht von der Minne hätten übersinnen lassen. Mit dem Ehebruch, der auf Ebene der Handlung einfach weggelogen wird,
sich erzähllogisch aber nicht in das Schema des Übergangs von probiertem und konkretem Handeln, von unverfügbarem zum verfügbaren, von Arabel zu Güburg einfügen lässt, bleibt Güburg immer auch Arabel, bleibt ein irreduzibler Überrest der anderen Sphäre bewahrt. Mit dem muss dann, jedenfalls in Ulrichs von dem Thürlins Roman, zwar nicht der fränkische Hof, aber doch die RezipientInnen des Romanzyklus fertig werden.